So, meine Lieben, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, heute Abend wieder Livestream. Ihr seht, es ist ein bisschen dunkel hier, aber ja, ich habe keinen Hintergrund an. Macht auch nichts, den brauchen wir auch fürs Spielen gleich nicht. Wir spielen heute wieder den LS19 in unserer kleinen Alpenfarm. Ich freue mich tierisch. Und ich glaube, ich habe gehört, der Michel ist auch wieder dabei. Warte mal, mal gucken. Halt nicht für ein Gerücht. Michael, bist du da? Nee. Ja. Ne? So. Das wird schön heute. Alter, was passiert denn mit den Ballen? Weiß ich nicht, was passiert denn mit den Ballen? Wacken das dann rum in den Hänger. Jawohl. Ist ihr das? Der ist vielleicht nicht unbedingt für Rundballen ausgelegt. Jo. Wo seid ihr? Ja. Egal, wir können ja auch hier oben bleiben, wir brauchen sie dann hier in der Nähe. Ja, ich gehe auch mal. So. Hey. Ja, das ist das Super Lenkrad. Genau, Nico. Das, man hört's. Absoluter Plastik. Aber nun ja, egal. So. Marc, weißt du eigentlich, dass ich mich freue? Ja. Das ist schön. So. Ah. So, hier. Schöne, leckere. Willkommen mal wieder auf der Erlengrad. Ich muss immer überlegen. Der Mapname ist so ein bisschen blöd. Der liegt ja auch mitten in der Schweiz, ne? RP-Projekt. Jo. Viel Spaß beim Zuschauen. Sollen wir eben hier Text machen? Sofort. Also, auch Aufnahme noch nicht gestartet. Ah ja, Text. Oh, nee. Ja. Muss nochmal stoppen. Hast du vergessen? Ja. Okay, bis gleich. Muss nochmal stoppen. Ja, und wie ihr wisst, während die da noch was machen, sind wir natürlich schon vorbereitet. Wir haben den Chatbot, damit kann man nämlich den Tag oben schön ändern direkt. Ja, was machen wir heute? Wir zocken gemütlich, machen eine Runde, mal ein bisschen was und keine Ahnung, was uns erwartet, und machen dann gleich die 4 Aufnahmen für die nächsten 4 Tage wieder, die natürlich wie jeden Tag, Marc, wann erscheinen? 18 Uhr. 18.15 Uhr bei mir. 18.15 Uhr. Was für eine ungerade Zahl. Aber ne, ja, egal, komm. Wurscht. Ui! Hör mal, wirst du immer dunkler von der Haut her? Kevin? Jetzt guckt euch das mal an hier. Moment. Wer wird dunkler? Hey, Kevin. Ja, da. Der liegt also in der Sonne. Lass mal arbeiten. Da, guck mal. Guckt euch das mal an. Hör mal, so einen kleinen VIPler haben wir hier. So einen kleinen Premium-Kunden. Das andere darf man ja nicht sagen. Ich finde das so schade, dass auch Person nicht mit Starkbauer anpacken kann. So, trag mal deinen Papa. Ey! Haut der einfach ab. So, was habt ihr denn hier oben getrieben? Ballen, okay. Wo ist denn? Was denn? Wo denn? Wo hab ich. Ach, hier ist es. Hey, das ist jetzt der achte, ne? War das falsche? Ach du heiliger Wimbam. Was habt ihr denn hier gemacht? Dass der Hänger für Quaderbein ausgelegt ist, wisst ihr aber, ne? Ey, die hören dann noch hier so einen dicken Money zu, oder was? Natürlich. Ah. Naja, der Händler, der hat es halt, ne? Ist bestimmt kein Vorführwagen. So. Ist das schön? Ja. So, wo waren wir denn jetzt?
Wir waren oben auf dem Hof. Ja, dann gehen wir mal hoch zum Hof, ne? Ach ja. Alte Kletterkiste da. Und Dieselschleuder. Ruhe. Ja, wir haben aber noch nicht gestartet, ne, den Dings. Ja, wir sind noch ein bisschen hier am Laufen. Ah, aber ich meine die Folge. Nee. So, ich bin jetzt gerade erstmal eben live gegangen. Ja, hey, jetzt wuschel sofort hinterher mit den neuen Daten. Hat mein Stream Deck hier gerade verabschiedet? Jo, tatsächlich. Ah. Marc, hast du das auch, dass dieser Makro-Deck-Server sich verabschiedet zwischendurch? Ja. Das Mist, so, ihr Lieben, auf ein neues. Mit dem neuen Text bei. So. Ich hab. Oh Mann. Kevin, komm mal mit runter. Hof 1. So, bist du da? Ja. Die anderen sind oben, ne? Denke ich mal. Gut, passt. Ja. Lass mich mal kurz gucken. Also, wir wollen ja noch gleich noch ein paar Mal nur ein bisschen was besorgen, ne? Was hast du dir denn so überlegt und. Moment, warte mal kurz. Ja, ich weiß, dass Ton weg ist. Wir wollen gerade mal kurz was bequatschen. Ihr müsst ja nicht alles wissen, ne? So sieht's aus. Da ist die Kamera. Da. Da. Vor mir. Nicht da. 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 Bin gleich wieder da.
Marc? Ja. So, du darfst heute die Ansage für die Folge machen. Wollen wir vielleicht erst was besprechen wegen dem Kauf? Ja, genau, warte mal. Du hast das Vergnügen und Kevin macht im Chat wieder die Ansage zum Starten. Jo. Okay, dann go. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge unsere kleiner und unsere kleine Alpenfarm. Ich bin wieder mit dabei nach ein paar Tagen Zwangspause. Der Falk ist mit dabei, Mathis ist mit dabei und Kolke ist mit dabei. Hallo. Jawohl, hallo. Hallo. Gut. Ja, dann denke ich. Auf geht's. Wir. Daten, war jeder auf seinen Positionen. Ja, meine Lieben, da sind wir. Kevin, moin! Oder Mahlzeit vielmehr. Kevin! Hallo! Moin, moin! So. Du hast die Wiese zu Ende gemäht? Okay, dann lass uns doch mal gucken. Also, wir müssen noch echt noch Heu jetzt einsammeln. Okay. Aber ist ja auch nicht mehr viel, hoffentlich, ne? Okay, da hast du gut. Okay, ist also nur noch das. Alles klar, passt. Wo bist du? Okay, was hältst du denn davon, wenn wir das... Genau, hast du ja schon mit dem Gras gemacht. Wenn wir das vielleicht auch doch ins Silo noch packen. Wir müssen mal gucken, wie viel haben wir denn aktuell drin. Ja, nee, ich habe 2 da reingefahren. 20.000, okay, dann holen wir das noch von der Wiese runter, das Heu. Gleich. Und fahren dann mal Richtung, ja, oder fahren vorher mal Richtung Händler. Du fährst, weil ich will wissen, was mit meinem Auto ist. Mein Auto ist nämlich kaputt. Ist liegen geblieben, ja, keine Ahnung, bin auf dem Weg nach hier hin und bleib auf einmal liegen. Ist der Motor ausgegangen. Keine Ahnung. Ja, das heißt, du fährst, denn Fendt lassen wir mal hier stehen, das passt. Und dann müssen wir gleich mal ein bisschen Maschinen aufräumen hier, ne? Ja. So, ich hab. Aber fahr vernünftig, ne? Ja, ja. So, dann auf geht's. Also hier saß ich aber echt auch noch nie. Ja, sehr schön. Doch, also sehr, sehr schön. Könnte ich mich dran gewöhnen? Nein, bloß nicht. Weißt du überhaupt, ob die beiden da sind beim Händler? Weiß ich nicht, ob die da sind. Ja komm, ich ruf mal durch, nicht darf umsonst dahin fahren. Hallo. Hallo. Michael, bist du da? Ja, ich bin Landhandel. Alles klar, wir sind gerade auf dem Weg. Wir haben von euch noch einen Hänger mit einem mit einer Mähmaschine drauf. Mit dieser manuellen zum Hinterherlaufen.
Okay, wer ist wir? Ich tippe mal du und dein Sohn. Der Richtig. Sepp mir, der Sepp hat mir schon was, ja, was durchsickert lassen, hätte ich jetzt was. Genau, gesagt. Ich und mein Sohn, wir sind auf dem Weg, wir sind auch gleich da. Sag mal, Kevin, wo fährst du hin? Der Händler. Und warum fährst du jetzt durch den Kreisverkehr? Naja, ist egal. Okay, wir sind in zwei Sekunden da. Wo bist du denn? Ich beguck gerade unsere neuen Fahrzeuge. Ah, okay, ja, alles klar. Wir fahren gerade auf den Hof bei euch. Dann stellen wir es erstmal hinten an der Seite am Seitensilo ab, ne? Am Fahrsilo. Ja, wir kommen mal. Sepp, alles klar, bis gleich. Jo. Ach, da kommen sie schon. Ja. So. Mach doch nicht der Tor zu. Hallo. Moin. Ey. Will aussteigen. Moin. So. Moin. Micha. Du alter Ganove, da bist du ja wieder. Was, Ersatzteile holen? Was, Lehrgang? Ja, Fortbildung. Alles, nee, ist klar. Okay, wie sieht's denn mit meinem Auto aus, ihr beiden? Was heißt denn sehr gut? Hab ich schon mitgekriegt. Sepp? Und du fährst eine Ape? Und den Güldner und das Pferd. Das Pferd fährt man ja nicht. Also, Kevin. Weil Pferd schreibt man ja auch nicht mit F. Seppi, so. Sepp, wo ist denn dann mein Auto? Hallo, Luis. So, hier dein Auto, ne? Ja. Ja, wo ist mein Auto? Michel, zeig's ihm. Klär ihm. War ein Schaden, der sich nicht gelohnt hat zu reparieren. Weißt, wieso hat er sich nicht gelohnt zu reparieren? Ja, weil so viel kaputt war. Das wäre so teuer gewesen, die Reparatur. Und dann haben wir ja gesagt, dann baue ich da was Neues raus aus dem Auto. Und kannst ja mal mitkommen, ich bin schon mal angefangen. Also wird auch günstig, ich denke mal so um die 250.000 Euro, wenn ich fertig. Sag mal, was macht ihr mit meinem Auto? Professionell auseinandergebaut. Ja, das mit meiner Kabelvermutung war dann doch nicht so ganz okay. Weil der Sepp sagte, da ist nur ein Kabel kaputt, wir müssten ein Kabel neu machen. Und da habe ich natürlich gesagt, nee, das ist also um Kabel kann das natürlich nicht liegen. Das ist Auto? Ja, und dann wollte ich den jetzt auseinanderbrennen hier und das Dach abmachen und vorne vielleicht eine Motorhaube vom K700 quer davor und ja, ich sag ja, so 250.000 Euro und dann ist das wieder ein gutes Auto. Michael? Richtig, schick. Michael? Ja, bitte. Was habe ich dir gesagt zu meinem Auto? Reparieren. Ja, und nicht auseinandernehmen? Ach, nicht auseinandernehmen. Also ganz ehrlich, dreh dich mal um. Unbedingt auseinandernehmen. Nein, dreh dich mal um. Oh, dann war das kommunikationstechnisch nicht so, ja. Dreh dich jetzt um, verdammt. Ja, da hast du dich falsch ausgedrückt. Dreh dich jetzt um. Nein. Dreh dich um. Nein. Kevin, komm mal mit mir, wir gehen Kaffee trinken. Das wollen wir uns bestimmt nicht mit ansehen. Ich will auch einen Kaffee, ich muss los. Hör mal! Das nächste Mal musst du genauer sagen, was du von mir willst. Habe ich dreimal, wenn du nicht zuhörst. Nein. Aber was sind das denn hier für heiße Schlitten? Ja. Alter Falter. Hier eine Beifahrersitze so versaut. Durch unser Werkzeug drauflegen. Dann haben wir das ändern. Kevin! Kevin! Der ist gerade Kaffee in die Birne laufen. Der soll keinen Kaffee trinken, der soll eine Cola trinken. Oder ein Wasser. Boah, krass. Guck dir das im Auto mal an. Was hältst du davon? Ohne den Aufzug bestimmt gut. Steig mal ein, komm. Guck mal von innen. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht, oder? Was meinst du? Läuft das wenigstens mit Elektro? Nee. Was? Elektro? Doch, eine Batterie hat's auch. Also, kann ich bestätigen. Setz dich nochmal auf den Beifahrersitz, Kevin, bitte.
Passt Kindergröße, fehlt nur noch der Kindersitz. Ja. Okay. Elektro, was? Elektro, da muss. Ja. Ja. Vorne steht die Ladesäule, da steht. Kevin, hör nicht auf Michael. So, aber ja, was machen wir denn jetzt mit meinem Auto? Ich brauche ja auch schließlich mal ein Auto oder so. Ja, was soll der denn hier kosten? Alter, geht's dir noch ganz prickelnd? Es ist mein Auto, mein Lieblingsauto. Da nochmal satte 20% vom Neupreis drauf. Das heißt, der kostet, glaube ich, 46 mit allen drum und dran. Hm. Mit einer guten Ausstattung. Hm. Mhm. Ja. Zunahme mit bei. Ja. Jetzt hast du wieder in Zahlung. Ja, wenn dein. Wenn der Knallkopf hier, der aus der Waldi hier, aus dem Unterwald, das Ding da einfach zerlegt, anstatt hinzuhören. Aber ganz ehrlich, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. So. Ja, keine Ahnung. Also, ja, bestell dir mal in dunkelschwarz. Schwarze Felgen, schwarzer Lack und Aufbau ohne Kiste, oder? Mann, dunkelschwarz gibt. Dunkelschwarz. Ja, dann mach dunkelschwarz. Ja. Oder hell dunkel mittelschwarz. Mathe, mein Mann, ja, Kevin, ist wo ist so du? Komm her. Da Grauschleier drin, das würde ich. Komm her, Kevin. In komplett schwarz, ne? Ja. Und dann schön mit schwarzen Felgen drauf. Ja, ne? Und dann mit der Ladefläche. Ja, bin ich auch für, ne? Geil. Ja, nehmen wir. Ist gekauft. So. Ja, dann bestellen wir mal einen davon. Genau so, wie er hier steht. Mit aber der, nur in schwarz und mit der Ladefläche auch hinten drauf. Und mit der Werbung drauf, dann ist er noch. Nein. Gut. Nein, ohne Werbung. Ja. Und ohne hier die Blink-Blink-Dinger, ne? Ja. Gut. Ohne die Blinkdinger, ja. Die ohne sind nur uns vorbehalten. Die kosten nämlich 10.000 extra. Ohne die Blinkdinger, aber vorne mit der Arbeitsbeleuchtung. Ja, die sind wiederum erlaubt, weil. Ja. Gut. Kevin, ich hab was gesehen, komm mal mit. Guck mal. Weil als landwirtschaftliches Fahrzeug geht das nicht so ganz durch. Guck mal hier. Kann man hier eine Bondi-Dramatik anbauen? Aber Sepp. Ja. Das habe ich mitgekriegt, nein. Kann man an das Auto eine Fronthydraulik machen? Nein, das funktioniert mit dem Elektromotor nicht, tut mir leid. So, so. Jetzt wieder zu den wichtigen Sachen. Genau, hier, guck mal, Kevin. Ja. Ein Rigi-Truck. Elektro. Darf ich nur nicht fahren? Die Hydraulik ist elektrisch geschaltet zum Beispiel, das ist auch wichtig. Genau, die Blinker sind elektrisch, das Licht ist elektrisch. Der Motor ist auch elektrisch. Nein. So. Wenn man, ja, stimmt, der Anlasser ist elektrisch, hast recht. Jo. Okay, dann, Kevin, du wolltest noch was bestellen. Genau. Oh, bestellen ist gut. Dann hau mal raus. Herr Sonnenbichler Junior. Wir haben immer noch unsere Rabattaktion. Zwei bestellen, drei kaufen. Drei bezahlen. So. Eine kurze Info. Wenn der Unterwald zu aufdringlich wird, dann dreh dich einfach rum und geh. So, ich geh mal noch Maschinen gucken. Sollen wir erst gucken, ob es irgendwas Gebrauchtes ist? Ja, Gebrauch kannst du mal gucken.
Kummel Kaffee. Ja, hol mir mal einen Kaffee. Bring sie mal mit, danke. Gekriegt. Scheint genug Geld zu haben. Ja, ich hab's gehört. Na, da müssen wir noch ein bisschen. Ja, ja. Neufahrzeuge verkaufen. Übrigens habe ich auch einen neuen Muckefuck für dich besorgt. Das ist gut. Ja. Ich glaube, hier steht nichts Gescheites mehr, Papa. Das nee, glaube ich auch. Bin zu breit geworden, die Tür ist zu schmal. Jo. Ja. War auf dem Lehrgang gut, ja. Ja. Boah, den finde ich ja nice hier, ne? Den Ladewagen. Ja, jeden Tag Teile holen, aber gut. Jeden Tag Muckebude. Ja, komm, ja, dann lass uns mit. Mal. Ach, so, dann geh mal bestellen. Ich will wieder nach oben und ich fahre in der Zeit mal hier das Möppet da an der Seite. Hey, Alois, hier, du wolltest Kaffee. Hier hast du extra einen guten Muckefuck. Ja, danke schön. Bitte schön. Soll ich mit Ihnen bestellen? Ja, bestell bloß nicht bei Michael, ja. Der macht wieder nur Mist. Ja, dann komm mal rein. Elektrofahrzeuge gibt's bei mir nicht. Nee, der hat nur die alten. Setz dich hier hin. Der Tür ist zu schmal, ich bin einfach zu breit. Ja, dann erzähl mal, was braucht der dann alles? Mein Papa hatte eine Liste erstellt. Ja? Da stand drauf, ein Flug der Acromat POH5 mit Streifkörper Flugscharen. Mit Streifkörper? Immer, Micha! Alles gut. Ich wollte den hin haben, den Hänger. Ach, stell hier neben dem Schwader. Dann eine Seemaschine. Die Federstedt. Ah, da stellen wir hin, das passt schon. So ist schon gut. Ey, sag mal. Ey, sag mal. Dein Sohn, ne? Hä? Läuft bei dem verkehrt. Elektro? Ja, frag mich nicht. Da kommt wahrscheinlich von der Mutter, die ist auch so eine Öko-Fetischistin oder so. Keine okay. Ahnung. Wolltest du mal mitfahren? Komm. Bisschen alt. Junge. Ist aber echt gut. Der läuft ja wie neu, wa? Der läuft wie am Schnürchenhammer. Der hat auch schon geschwadet. Und gewendet. Okay. Also, ne, gewendet hat er. Nicht geschwadet. Aber der läuft, hör mal. Echt spitze. Vielleicht gute Reifen drauf, Radgewichte. Ja, und springt auch sofort an. Okay. Also. Nicht schlecht. Ja. Macht Spaß, der Teil. Also, ich hätte hier dein Pickup ja auch in Rot lackiert, aber du willst ja nicht. Hm. Wäre auch ein Spottenkünstchen. Das wäre ein Auto geworden. Das hätte niemand sonst. Ein Pickup in Rot. Das, ja, den ich dir hätte umgebaut. Das wäre. Nein. Ne? So fang dich damit an, sonst hau ich dir gleich wieder einen auf den Arsch. Mann. Ja, weiß ich. Hätte keiner gehabt, will ich aber nicht. So. Hallo, ihr beiden. Achso. Sind die wieder. Die wollen wieder nicht, wa? Hallo. Auftragsbestätigung, dann bitte zurück. Schriftlich, weil wir haben das, uns ist das schon mal passiert, einmal bestellt, große Lieferung und dann. Ja. Ne? Ist so. Auch einmal gesagt worden. Haben wir nicht so bestellt. Das. Jo. Wo rumliegen? Genau. Ja, die war ja immer noch nicht. Die Schaufel? Nee, die Gabel, die Missgabel. Gabel. Ah. Ja, das hört sich gut an. Ja, komm, dann lass uns mal wieder was schaffen, weil Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht, ne? Weißt du ja. Okay. Hast ja gerade wieder genug ausgegeben hier. Nee, der steht hier. Ja. Gut, das lade ich dann an. So. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören, wir hören uns. Sag Bescheid, wenn ihr alles da habt, ne? Ja, tschüss. Jo, tschüss. Ciao. So. Also Kevin, hast du alles gekriegt, ja? Ja, und die Mistgabel hat er sogar noch auf Lager liegen irgendwo. Also jetzt hat er sie auf einmal auf Lager liegen. Ja. Ha, gibt's ja nicht. Vor ein paar Tagen hatte er nichts auf Lager. Unfassbar.
Ja, da irgendwo da rumfliegen. Was haben die denn hier noch gebaut? Baue ich einen Schafstall. Ey, wirkt den Wagen nicht ab. Hab ich schon. Ja, merke ich. Was machst du denn da? Langsam kommen lassen und jetzt? Ab geht's. Ab zum Hof. Na, ich. Das ist Sackgasse. Der Micha wollte uns den Wagen, den Pickup in Rot lackieren. Lecker. Nee, mir reicht der Gültner in Rot. Der Pickup muss schon in Schwarz sein, oder? Ja, klar. Ja. Sackgasse. Sag mal, soll ich lieber fahren? Nein, nein, alles gut. Dass die hier keine Feldwege weiterbauen, einfach ins Sackgasse und da kein Schild. Sag mal, du fährst gerade über Feld. Ich bin am Feldrand hier gerade. Ich weiß nicht, wer da um Kornkeisen drinne gedreht hat. Ja, komm. Ab geht's nach Hause. Und hast du mal wieder was von deiner Mutter jetzt gehört in der Zwischenzeit? Gibt's noch nicht. Na gut, die braucht sich bei mir auch nicht mehr melden. Aber wie gesagt, du darfst jederzeit dahin, wenn du das willst. Ach, wie im Leben. Okay. Gut. Dann lass uns aber doch schon mal über... Hast du Saatgut bestellt eigentlich und Dünger? Nee. Dann kannst du das gleich nochmal machen. Entweder fährst du runter oder rufst du an. Weiß dich hier oben raus, dann kannst du das Heu schon mal einsammeln. Genau, dann kann ich da schon mal ein bisschen was tun. Dann passt das und dann kommst du dann gleich hoch und dann gucken wir mal, ob wir da oben die Wiese noch mähen und die dann direkt im Bunkersilo machen. Ich war nämlich, ich bin am überlegen, wir haben ja da hinten den Hühnerstall. Was ist denn mit Hühner? Ja, Hühner können wir uns weiter anschaffen. Nein, wir brauchen gleich auch noch so eine verdichte Walze für Silo. Ah, da kriegt er hinten beim Stehen. Ah, ich lass dich vom Schlepper raus, dann brauchst du nur rüber gehen. Ja, du bist, wunderbar. Endlich mal jemand wieder. So macht das Spaß. So, bis dahin, ne? Und sei lieb. So. Warte mal. Was ist dann? Soll ich jetzt einfach von uns immer so einen Anhänger voll bestellen? Ja, bitte, ein 13 Tonner. 13 ja, Tonnen und dann rein damit ins Silo. Genau, nehme ich den gleich mit. Genau, einmal Kalk, einmal Dünger, einmal Saatgut. Genau, soll ich die Walze gleich bestellen? Ja, bestell sie mal. Alles klar. Und dann guck mal, frag mal, wo du Hühner herkriegst. Und dann können wir nämlich noch eine Ladung Hühner oder so mal besorgen. Alles klar. Ne? Okay, bis später. So, meine Lieben, wir gehen jetzt ab aufs Feld. So. Noch ein bisschen Heu fahren, das ist nämlich halt auch noch liegen geblieben. So, mal gucken, wo fangen wir denn an? Oben? Ne, wir fangen hier unten an. So. So, dann fahren wir jetzt hier runter. Ja, meine Lieben, und das war's für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns zur nächsten. Sprich, am Sonntag dann 18.15 Uhr geht's weiter hier mit unserer kleinen Farm. So. Hallo. Hallo. Das Auto, wie ihr es wollt, könnt ihr auch schon. So, dann. Folge.
Ja, Auto. Mal das Auto. Ah, warte mal. Habe ich vor. Warum? Läuft denn eigentlich hier unten das Ding nicht? Da ist irgendwie was faul im System. Ach, scheiße. Falsch. Falsche Szene gedrückt. Wollte ich dann, ach, die Dings wollte ich noch hier herholen. Die Can. So. Soll ich die Gabel kaufen oder soll die wirklich nur irgendwo rumliegen? Jetzt funktioniert's wieder. Ja, moin. Nö, kauf die mal. Okay. Weil ich wüsste nicht, also ich habe sie nicht drin. Wenn, dann müssten wir sie ja im Bestand haben. Ja. Ah, nee, gekauft haben wir die ja auch nicht. Das ist ja. Die hatten wir, glaube ich, mal zum Testen und dann haben wir die da wieder weggemacht, ne? Kannst du dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Habt ihr Kalk, Saatgut und Dünger sowas auf dem, im Lager drin? Ja, ansonsten habe ich da hinten auch die Silos aufgestellt. Guck ja. Mal gerade durch. Dann hole ich das nämlich gleich. Ja? Also kaufen kannst du Sachen, das ist. Ja. Habt ihr aber im Lager haben wir auch noch genug, das ist gar nicht schlecht, wenn wir das erst leer machen. Habt ihr Pflanzenschutz aufgestellt? Pflanzenschutz, warte mal, ich glaube, den habe ich noch. Nee, den habe ich noch nicht gestellt. Aber das mache ich jetzt. Kümmere mich drum. Dass wir den gleich stehen haben. Was ist mit unserem neuen Tieflader? Ja, den haben wir nicht hier drauf. Zum Ausliefern? Ja, gleich drauf machen oder nicht? Wäre natürlich nicht schlecht. Mache ich einen Startbildschirm und dann laden wir drauf. Fände ich gut. Den LKW wäre das der Forst und den. Und den Tiefler. Ich habe den bei mir im Ordner drin, dann ziehe ich ihn jetzt erstmal auf den Dings schnell drauf. Gut, dann kümmere du dich mal um das Liquid, stell da mal Silos auf in der Online. Hier im Spiel. Im Kauf. Die flüssig Pflanzenschutz oder was wolltest du? Ja, genau. Und ich gehe mal drauf und ziehe das schon mal hoch. Herbizid. Ja. Da ist drunter. Hä? So. Runter und Mottladen? Was? Runter und Mottladen? Na, ich schieb's erstmal auf den Surfer. Moment. Also dann. Datum. EF, ach, das war der vom Dings, okay. Semi, den Forst und den Trailer. Moment. Okay. Das lädt hoch. So, steht hier neben der Tanke, ne? Was? Flüssig. Da. Ja, Lucy. Ayo dreht sich. Mal gucken, ob es hochgeht. Dann gehe ich kurz auf den Startbildschirm. Sag oh, ich hab bei mir auf Just Chatting umgeschaltet. Hast schon oder was? Also, ja, ich habe bei mir im Stream ne, umgeschaltet. Ich habe extra so ein Just Chatting-Bild. Jetzt ist noch am Laden. Wir gucken, weil auf dem Dedicate, nicht, dass es da einen Fehler macht. Ja. Ja. Weil dann brauchen wir es gar nicht mal starten. Kurze Frage. Kurze Frage. Den NMC, die Rampe, kann ich aber nicht nehmen. Ich muss die von dem Auto nehmen. Ne? Wo ist denn das? Weiter rechts. Das ist unter Diverses. Und weiter rechts. Und dann läuft das auch unter diesem 82er? Ja. Warte mal, ich geh mal rein. Ah, da. Ja. Unter Diverses, bei Anhänger-Dings, genau. Und weiter rechts, genau.
Das ist das 82S, genau. Ah, da ist er. Halt, stopp. Hab ihn. Ja, bitte. Nein, vergiss es. Wo hast du das jetzt hochgeladen, Falk? Ich lade das gerade auf dem Server. Es ist noch am Laden. Doch, warte mal, das müsste jetzt auf dem Server. Hast du es? Direkt auf dem Server. Ich kann es aber auch ins Dings nochmal reinstellen. Ja, nö, wir können das ja vom Server ziehen. Heißt wie? Weiß nicht, ob es fertig ist. Warte, ich sag's dir an. Das ist MAN TGX Forst Pack. Also FS9.
shoppen, das wäre doof. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein wenig Geduld. Nee, aber da ist jetzt für den Stream gedacht, für die Leute, für die Zuschauer. Der Server war den ganzen Tag tot, wegen Updates. Ich kam nicht dran. Ja, und warum? Ja, dann musste in das Haupttool wieder reingehen. Ja, das habe ich gemerkt, weil die iOS sich schon so lange gedreht hat. Bin nur auf Stoppen gegangen und habe dann auch langsam unten die aktiviert und dann auf Aktivieren. Ja. Ja. Musik. Wenn ich hier abrufe, ist ein Fehler aufgetreten im Stream. Könnt ihr das sehen? Seht ihr noch was? Warte, ich gucke. Beim Laptop zeigt mir irgendwie nichts an. Müsste eigentlich das RP-Bild drauf sein. 566 Modding, Alpin, R und genau. RP. Gut, gut. Ich kriege das nur nicht angezeigt. Alles gut. Dann passt es. Du hast gerade geklopft. Ja. Wer hat jetzt mal geklopft? Falk oder Mathis oder Kolke? Kolke. So, meine Lieben, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. In der Zeit, wo der Server jetzt hier gerade mal neu startet, warum auch immer der neu startet, ich weiß es nicht. Okay, sollte da sein, Falk, versuch nochmal. Ja, ja, bin schon dabei, hab schon aktiviert. Okay, gehe ich mir jetzt ganz schnell mal eben eine, ja, ich weiß, ist nicht gesund, bla bla bla, eine rauchen. Und dann geht's gleich weiter mit der zweiten Folge. So sieht's aus. Ah, ich habe gestartet, ich habe jetzt die Fahrzeuge nicht mit runter genommen. Machen wir dann, ist egal. Ja, alles klar. Gut, dann bis gleich und wenn ich wieder da bin, machen wir dann wieder Kniegas. Wir gehen hoch und laufen schon mal rum und dann können wir auch gleich die Dinger da verkaufen. Soll ich dir das alles auf die 25 Meter Trailer drauf oder soll ich mit dem Gülter da nochmal runterkommen? Seh mit dann. Oh, jetzt ist dein Ding wieder ausgefallen. Ja, meiner hat sich auch gerade wieder... aufgebimselt, gebamselt. Marc, da müssen wir noch mal gucken, ne? Was hat sich aufgehangen? Ja, übrigens, Marc, du hast diesmal leichte Spitzen, wenn du laut bist. Und über Dingsen. Okay. Redet mal laut, beide. Ich rede eigentlich so wie immer. Aber ist ja kein Problem. Ich kann mein Mikro kann ich ein bisschen leiser machen. Ah. War nur in der Spitze ab und zu, wie bei der Begrüßung und so, weißt du, musst du ein bisschen langsamer. Nur so ein Gebar nicht so schlimm wie beim Kolke. Beim letzten. Alles gut. Und Kolke war das mal auch kein Kratzen, habe ich jetzt nichts gehört. Nee, beim Kolke war gut. Synchro. Du wolltest nur in die Serie nicht rein quatschen. Ich hab hier eigentlich eine Stoppuhr, mein Dings, sollte ich vielleicht mal starten. Ja, was? Nö. Einmal. Und ciao. So, Mathe synchronisiert. Ja.
Mal eben schnell in die Küche. Da. Ich bin da. Und verkaufe sofort die Fahrzeuge schon mal. Ich kann das Bild wieder mal. Moment. Ihr Lieben, könnt ihr mitverfolgen, ist ja wurscht. Wo war ich denn jetzt? Zurück und Live-Bildschirm. Okay. Weil. Was läuft hier? So. Ein. Holen wir mal die MMCs runter. Dürft euch nicht wundern, ich habe die nicht gebaut. Ich schreibe nur jedes Mal, wenn ich sie verändert habe, meinen Namen drüber. Hier verfolgt. Die werden auch so verändert, nicht hochgestellt. Da brauche ich keiner Gedanken machen. Die zwei Tieflader gleich verkloppen. So, mach den weg. Die alten, ja, mach weg. Ja, ja. Diese gerade hier deswegen. Wollen wir die Sachen jetzt gleich aufladen, bis Kollege wieder da ist, oder würd ihr das selber machen? Ja, das machen wir dann im Stream. Wenn Kollege wieder da ist, geht's weiter. Wir könnten sie entweder alle zusammen aufladen, beikommt, aber das kann ich ja schon vorbereiten und ihr könnt oben arbeiten machen. Oder besser gesagt, nicht nur nicht. Bin das vorbereiten. Ja, und ich hole zwischendurch immer die Sachen. Dann sehe ich ja, ob ich irgendwas mit hochnehmen soll oder irgendwas. Ja, wo sind denn die Fahrzeuge? Also vielleicht den aktivieren? Nein, den kaputten, der noch da liegt. Weil der LKW sitzt mit drauf. Der LKW ist auch noch Forst. Den hole ich jetzt, keine Panik. So, da bin ich wieder. Warum gibt es da überhaupt zwei? Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Ach doch, mit offener und zuner Kabine. Ich nehme den Stoff. So, fertig? Ah, sofort, glaube ich. Okay, ich muss nur noch schalten, glaube ich. Ja. Komm, ich drehe den hier rum und scheiße den Verkaufsträger. Ah, hier, die zählen da unter uns, Falk. Was? Das zählt da unter uns. Was zählt unter euch? Der hier umliegt, der zählt da unter uns. Stimmt, deswegen kann ich den nicht finden. Ich habe auch gerade geguckt, wieso finde ich die Kugel nicht? Ja. Ey, Mann. Was findet ihr an ich? Achtung, ich synchronisiere gleich. Ja, wir haben eben nur einen Denkfehler gehabt, weil wir den hier unten liegen hatten. Hä, was wo? Ja. Ich weiß auch gar nicht, um was das geht. Den schönen, meinen umgebauten K700 Pickup. Ich fand die Idee gut. Ja, aber okay. Ja, nee, ist gut. Klar. Der Einzige, der mit einem K700 Pickup rumfährt. Ja, hör mal. Aber weißt du, wie das aussieht? Vorne so eine quer davor geschweißte K700 Motorhaube in so einem Auto. So einen fetten Motor, der genauso breit ist wie das Auto hoch. Was habt ihr jetzt eigentlich alle im auf dem Platz stehen, gekauft? Habt ihr schon einiges gekauft? Also der Platz hier steht voll. Ich weiß nicht, ob das Auto da ist. Wenn ich jetzt den großen Hänger kaufe, es geht darum, wenn ich den jetzt kaufe, kann das sein, dass der hinten am Gebäude hängt oder so. Da muss ich den mit starken Bauern erstmal wegheben oder irgendeiner. Kevin, am besten du, weil du hier keinen Stream laufen hast. Ja, mach ich. Den starken Bauern mal vor, dass man anhängen kann. Dann machen wir starken Bauern schon mal an. Ja, dann lass das so gut sein. Das Auto fahre ich gerade schon mal an die Seite. Na, fahr das Auto schon mal weg, genau. Genau, bei der nächsten Fuhre bringe ich den Frontlader mit für Güldner. Da kann ich die Schippe gleich mitnehmen, weil dann brauchst du da nicht für extra irgendwie hochheben und oben runterheben. Ja, so, ich bin oben. Ich komme jetzt mal eben zu euch runter. Warte, ich fahr's auch das an Seite. Farbe, Design. Oh, ich bin an der Tanke. Okay. Moment. Darum.
Und ich bin wieder oben. Ja. Ich falle mal wieder auf den Tür. Ach, habt ihr die Rampe da weggenommen? Leute, ich habe den 6,7 Liter Turbo genommen. Ein Mordsteil. Du musst ihn hier vorne rumheben, der, sonst kriegst du ihn nicht rausgefahren, oder? Probier mal, das geht schon. Die Hecke kannst du ja durch. Ich würde sagen. Ja, ich komm mal mit dem Johnny. Mit dem, nicht mit dem Johnny, mit dem dicken Fendt. Mach dann gleich jetzt, wenn wir die Aufnahme gestartet haben. Ne, ich komme mit eurem Fendt und fahre die Fahrzeuge rüber zu euch. Hey, was ist denn jetzt los? Fahrzeuge zu uns, was für Fahrzeuge? Ja, die bei euch, die da drüben jetzt stehen. Ja, lass doch hier stehen. Ja? Dann kannst du nur den Hänger auch da stehen lassen, müssen wir beladen. Ich habe gerade ein Problem. Fahr den so hin, dass man hier gleich so rausfahren kann. Richtig, so lass es stehen. Dass wir nicht, ja, ne, ich würde den so hinstellen, so schräg in die Einfahrt, dass wir durch die Einfahrt rausfahren können. Der Pickup steht aber jetzt hier, ne? Den habe ich jetzt hier rübergefahren, gerade. Okay, dann flitze ich. Boah, Alter, was ist das? Markus C. Okay, dann. Von dem wirst du auch nichts mehr hören. So, okay. Jo, bin ich. Falk macht Ansage. Matt ist wieder mit im Chat. Okay, dann Mattes, du sagst an wieder. Jawohl. Hallo ihr Lieben. Geht's weiter mit der nächsten Folge. Viel Spaß dabei. RP. Der Ehrengrad. Mit dem Kevin. Mit dem Michel. Mit dem Alois. Und meiner Wenigkeit Sepp. Viel Spaß. So, ja, guck mal, da ist der Kevin. Ah. Ich wollte gerade sagen, Sepp, guck mal, der. Jo. Der Öko ist wieder mal da. Mal gucken, was der Junge will. Also nichts Elektronisches. Moin. Hi Kevin. Moin. Mein Vater hat mich geschickt, ich soll... So, wir fahren jetzt erstmal wieder hier hin und dann machen wir jetzt die innere Bahn. Und dann machen wir gleich die Außenbahn. Ja, was meint ihr? Sollen wir uns mal einen schönen Elektro-LKW-Trecker kaufen?
Wäre eigentlich ja nicht verkehrt für hier, ne? Schreibt doch mal in die Kommentare, was er meint. Papa? Ja? Ich hab's schon mal 13 Tonnen Kalk. Super, perfekt. Rechnung schicken Sie dann an dich. Natürlich, wie immer, wie alles. Passt. Eine eben muss ich bezahlen, ist das mal was überweisen. Was? Das eine habe ich eben bezahlt, jetzt darfst du auch was überweisen. Ja. Wo hast du meine Kontodaten? Nein, Lagen alles gut. Haus. Passt schon. Lagen im Haus. Mhm. Okay. Nein, alles gut. Passt. Super. Was hat der Spaß gekostet? Weiß ich nicht. Hab nicht nachgefragt. Du hast es doch überwiesen. Ich hab's nicht überwiesen. Achso. Achso, ja. Dann kannst du gleich, wenn du nochmal runterfährst, mal fragen, was der Kalk gekostet hat. Dann mache ich das gleich fertig. Dann sollen sie dir auch die Preise von den anderen Sachen sagen. Dann mache ich es gleich in einem fertig. So, da muss man hin, da. Will ich da unten gerade fahren? Kannst du mal kurz hierher kommen? Ja, ohne Moment, ich bin jetzt gleich auch voll. Dann komme ich nämlich direkt hoch. Weil der Schleuder Güldner zieht nämlich den Anhänger nicht hier hoch. Was? Okay. Der dreht nämlich durch, vor der Reifen, die noch abbrennen. Ja, ich komme mit Ladewagen, aber... Die Autos hupen auch schon wie bekloppt, die kennen keine Bauern mehr. Moment. Denk schon mal ab. Jo. Also ich weiß nicht, irgendwie, der hat zwar gut PS, aber bei so einem Berg macht der hier auch langsam schlapp. Warte, ich häng ab. Jo. Hoffe ich mal, dass bald unsere Sommerstreuer kommt, dass wir uns das verstimmen können. Ja, ich hoffe, dass wir müssen mal gucken, vielleicht müssen wir uns auch noch einen anderen Trecker, einen Schlepper mal besorgen, weil der ist mir doch ein bisschen zu leistungsschwach. Vielleicht was für die Berge doch besser geeignet ist. Ja. Obwohl der schon fast 200 PS hat. Ja. So, aber rufen wir mal den Alois an. Hallo? Ja. Alois? Ja. Hallo. Ja, moin. Sonnenbichler hier, was gibt es? Eure Bestellung ist eingetroffen. Okay. Dein Pickup ist auch mitgeliefert worden. Ach, so schnell? Ja. Meine Güte, gibt's ja nicht. Ja, hör mal, gute Kunden oder wir halt gute Kunden bei Herstellern haben schnelle Lieferzeiten, ne? Okay, braucht ihr Hilfe oder? Ich weiß, Kevin sagte, er wollte runterkommen wegen der Frontladerschaufel. Ja. Oder wegen der Mistgabel. Ja, er hat sich den Frontlader gerade dran gepackt. Für den Güldner, genau, den wollte er holen. Unser neuer Tieflader ist auch gekommen. Ich denke, die Maschinen werden wir soweit alle draufkriegen. Aber ich weiß nicht, ob wir den Pickup draufkriegen. Ja, warte mal kurz. Also ich. Kevin! Ja? Bleib mal hier! Warte! Du musst mich mitnehmen. Deswegen war nämlich meine Frage, ob du mit Kevin runterkommst oder ob ich dich damit. Ich komme mit Kevin. Bis gleich. Ja, alles klar, machen wir so. Bis gleich. Okay, Kevin, dann ab zum Händler.
mein Auto ist da. Und die dürfen den LKW nur mit Begleitfahrzeug fahren, deswegen muss ich das Auto abholen. Wir haben wohl, es wurde alles da. Sag mal, blinkst du auch? Warum sehe ich den Blinker nicht blinken? Wenn du links abbiegst? Ja. Ist klar. Du solltest dir vielleicht vorher überlegen, wo du herfährst. Ja. Merke ich nichts von. So, wo sind die beiden Chaoten? Ach du. Sag mal, waren die das jetzt gerade? Nein. Oh, fahr mal weiter. Bis gleich. Ich geh mal rüber. Hallo? Hallo? Moin! Alter, was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Ungetüm? Unser neuer Tiefladen. Ernsthaft? Alter, wie viel Meter hat das Biest? Du heiliger Bumbam. Okay, und wo ist mein Auto? Boah. Alter Falter, was ist das? Jawohl. Sehr nice. Okay, ja. Hä? Ich habe 6,7 bestellt. Ah ja. Doch, sehr schön. Okay, ja, gut. Der Kevin hat, glaube ich, jetzt auch noch ein paar Sachen, noch was bei euch geholt. Kann das sein? Warte mal. Ich frage ihn mal. Kevin, hast du jetzt schon was hinten drin in deinem Schlepper? Was hast du denn drin? Okay, macht ihr mir da eine Gesamtrechnung für fertig? 13 Tonnen Kalk, Dünger und Saatgut jeweils? Ja. Sehr schön, gut, dann Kevin, du fährst vor, ich, beziehungsweise ich fahr vor, mit dem schon mal, ihr kommt dann gleich, oder wie sehe ich das? Alles klar, super, dann los, auf geht's, ich fahr vor, ne? Gut, bis gleich. So, oh, sehr schön, sehr, sehr schön hier. So, dann geht es einmal darum. Ah, der hat gut Power, das ist gut. Vor allem für hier, für die Berge, das ist sehr, sehr schön. So. Fahren wir dann mal ein bisschen vors Haus. Alles klar. Alter, das ist ja unnormal. Nee, eigentlich nicht, ne? Ich wollte mal gucken. Die Lampen. Oh, Alter, das ist grell. Das nenne ich gut. So.
Ich komme dann jetzt mit dem Fan zum Hof gefahren, ne? Da vorne zur Einfahrt. Hast du einen Wagen hinter dir oder? Alles klar. Bin in 2 Minuten da. Jo, komm, zieh. Der schafft das. Da brauche ich dir gar nicht helfen, komm. Gut, dann gehe ich wieder weiter einsammeln. Gut. Ja. Alter, waren das gerade alles unsere Geräte? Um Gottes Willen, da müssen wir denen gleich mal abladen helfen, ne? Packst du gleich hier den Schwader nochmal weg? Ja, genau. Ansonsten, warte mal, ich überlege gerade, wie wir es vielleicht auch machen können. Was ist denn, wenn ich mit dem Schlepper runterkomme, beziehungsweise ja, mit dem Schlepper runterfahre jetzt gleich und mit deren Auto schnapp, dann haben die vorne eine Sicherung und hinten eine Sicherung, weil du darfst ja nicht. Du hast ja keine Warnleuchten, nichts dran. Nee, das ist doof. Sag mich immer, ich komme jetzt gleich runtergefahren. Und sag dir Bescheid, dass ich dann dein anderes Fahrzeug von denen nehme. Ich mache jetzt auch eben hier eine Spur weg und dann komme ich. Nö, ich fahre da mit dem Wagen runter und hole meinen Schlepper wieder. Alles gut. Nee, ich fahr mit dem Auto jetzt gleich hoch, fahre dann mit dem Auto runter, nehme meinen Schlepper wieder mit und dann gucke ich mal, vielleicht kaufen wir noch einen Trecker. Weil einen brauchen wir noch. So, dann fahren wir mal zum Hof rüber. Hallo. Ich wollte nur mal kurz Bescheid sagen. Ich komme jetzt zu euch. Ich würde euch mit eurem zweiten Wagen absichern. Dann müsst ihr das nicht nur mit einem machen. Ja, ich bin jetzt gleich bei euch am Hof. Also alles gut. Dann passt das. Einer vorne, einer hinten und dann gib. Ah, okay. Habt ihr den Wagen da vorne stehen? In der Hütte hier? Bei euch? Alles klar,
Ich habe meinen in meine Halle geparkt, ne? Links draußen. Ah, da. Alles klar. Ich überhole dich mal kurz hier und sperre vorne ab. Ja. Ja. Warte. Okay, komm. So, da kommt der nächste gleich, aber den halte ich auf. Alles gut, passt. Okay, bist du durch? Ah, ich bin da. So, dann komm mal rangetuckert hier. Noch ist keiner in Sicht. Dann einmal gerade drüber. Jawohl. Kein Thema. Alter Falter, ist das eine Beladung. Langsamer, du. Ah, passt. Ja, ja, ganz schön knapp. Ja. So, pass auf, ich fahre mal kurz euren Wagen wieder runter und hol meinen Fendt und bin ich gleich zum Abladen mit oben. Kevin, fängst du schon mal an, ja? So, jetzt aber ja mal ein bisschen beeilen, ne? Mann, ey. Kevin, sag mal Bescheid, ich bin auf dem Weg, ich komme jetzt abladen.
Ja, bitte. Da konnte der mit seiner Ape schon nicht. Was glaubst du, warum die Batterie leer ist? Okay. Passt das? Hat halt nicht jeder so einen schönen Geschmack wie ich. Ich übertreibe nicht. Wer wollte denn mein Auto kaputt machen? Oder hat's kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht, ich hab's gehört, ne? Wenn du deinen Funk anlässt? Ja. Kevin, wo soll der hin? Ja, bitte. Das Auto zu holen. Das Auto? Ja. Unser Auto? Ja. Du bist so eine Pappnase. So. Guck mal, was da hinten in der Garage steht. Ups. Ja, cool. Ups. Sepp. Wahnsinn, können noch mit, können wir hier so ins Forstgeschäft mit einsteigen? Ja. Der Auflieger kann die Sattelplatte verschieben. Hab ich gerade gemerkt. Wie geil. Cool. Dann kann man den weiter ranziehen, wenn der Kran rangefahren ist. Okay, ich klappe den Kran mal wieder rein. Das will ich mal probieren. Das ist. Das hat der Verkäufer uns gar nicht gesagt. Gut. Das ist ja cool. Echt nicht schlecht. Ja, nicht übel, also wirklich. So. Michael. Verstehte. Ja, alles. Ich schieb das jetzt manuell mit der Maus. Cool. So, dann, Kevin, hast du alles oben? Aber sag mal mit, dass du ein Gefühl für kriegst, was das wahnsinnig ist mit dem. So. Habt ihr, Kevin, hast du jetzt alles oben, auch an Saatgut und so? Wunderbar. Ja, dann haut mal raus. Kevin, hast du gut gemacht. Muss ich echt sagen. Also du bist doch nicht wie der Mathis da, den man...
Also 13.000 Dünger, 13.000 Kalk, 13.000 Saatgut. Ja, Sepp, dann rechne mal aus. 13.000 Dünger, 13.000 Kalk, 13.000 Saatgut. Gut, pass auf. Wie viel? 15.000 für alles. Ja, okay, pass auf, dann überweise ich dir die 15 schon mal. So, einmal. Dankeschön. Was habt ihr denn momentan an Schlepper da, die vielleicht was besser doch fürs Gelände? Weil ich sag mal so, ich habe ja die Wiese unten gemäht. Und sobald es in die Schräge und in die Steile geht, dann fängt der an Leistungsverlust. Ich brauche was, was definitiv dafür besser ausgelegt ist. Also irgendwie so ein Rigi-Truck oder keine Ahnung. Ja, ich bräuchte auf jeden Fall was zum Schleppen jetzt erstmal. Weil ich sag mal so, der große Rigi-Truck, den ich ja letztens mit hatte hier zum Testen, ne? Der war schon nicht schlecht, aber der ist mir, glaube ich, eine Nummer zu groß. Es ist halt die Frage, was braucht mein Ladewagen an PS? Das ist die große Frage. Da habe ich den Euroboss 300 DT. Oh, der braucht 90, hast du recht, Michel. Ja, der Fendt, nein. Der Fendt, der bleibt, wie er ist. Ich brauche halt nur was, was für diese steile Gelände ist. Weil der Fendt, der soll halt Ackerarbeit dann machen. Ja, das ist die große Frage. Also wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Hühner holen uns. Eventuell, aber da müssen wir mal schauen, ob wir da noch... Ja, wir haben hier hinter ja noch, hinterm Haus noch. Pass mal auf, habt ihr den Rigi-Truck SKH da? Oh, und Leute, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und wir sehen uns dann am Montag wieder, 18.15 Uhr, einschalten mit der nächsten Folge hier bei unserer kleinen Farm. Tschüss, Sikowski! Jawohl. Ja, so sieht's aus. Was? Wieso passiert mir sowas immer? Was? Was? Was machst du da hinten? Ach, der Trigger, der Trigger ist. Da musst du da entweder die Schaufel dran machen. Machen wir Frontlader dran. Wenn du schon. Frontlader mit Dünger. Ja, das reicht schon. Wehrt der mich? Das reicht auf jeden Fall. Mach den Frontlader dran, Schaufel vorne dran, lass die dran und fertig. Frontlader ist das. 2 Tonnen Gewicht hier dran, gestern einfach ein Scherz. Hey. So. Ey, das war ein Scherz, lass es. Komm klar, ein Glück. Oh Mann, ey. Jetzt gleich noch einen neuen Frontlader für das alte Schätzchen. Ja. Anwesend. Was in Spitzen? Echt? Hast du dein Kompressor runtergedreht oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe am Mischpult gar nichts gemacht. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, Dave. War es nicht so. Dave, genau. Das, ja. Echt? Heute gibt es ja. Krombacher, kein Felddienst. Heute gibt's nein, Bitburger, kein Felddienst. Felddienst. Ich freue mich schon auf nachher. Er wollte Krombacher. Felddienst nicht schon. Trinken, Michael. Mhm.
Feldins liegt schon im Kühlschrank. okay. Oh, ich dachte gerade. Haust du denn mal wieder da ins Lager? Nur nicht ohne uns anfangen. Ja. Meinetwegen. Genau. Ja. Ich war am Gras ansammeln. Richtig, vergiss es. So, okay. Sollen wir dann? Gut, dann mache ich jetzt Ansage oder möchte Mattes Ansage machen? Alles klar. Gut, okay. Dann würde ich dann... Zähl einfach eben runter, dann starten wir die Aufnahme. Wir sind ja alle hier, ja. Genau. 3, 2, 1, go! Hallihallo YouTube! Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben jetzt die dritte Folge dann und die ist dann am Montag. Ja! Montagabend, 18.15 Uhr, ihr seht unsere kleine Farm auf der Erlengrad. Es wird lustig und ja, wir waren stehen geblieben beim Verkaufsgespräch, glaube ich, vom Rigitruck. Also da wollten wir mal gucken. Verkaufsgespräch, so weit waren wir ja noch nicht. Wir waren ja erstmal beim Testen, genau. Ja. Genau, du sagtest Rigitruck. Genau. Das bringt ja nichts, wenn wir dir jetzt einen geben. Und verkaufen und du kommst dann wieder nicht zurecht und wir müssen dann wieder einen gebrauchten verkaufen, ne? Deswegen ja. Gleich teste unseren mal und dann. Warte mal kurz. Kevin! Hä? Bei der Dingen aus oder hast du zu viel Sprit? Ja, irgendwie muss man das Ding wegkriegen und nicht voll machen. Mein Freund, werd nicht frech hier. Aber wenn du Öko-Trecker fahren willst, dann macht der Dingen auch aus. So. Also, Alois. Ja. Was wolltest du jetzt genau mit dem Schlepper machen? Der soll Ackerarbeit machen. Das ist richtig, Winter, ja? Genau. Und der. Ja, wollte mal ausprobieren, ob das funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, wie verhält er sich dann in den Bergen und dementsprechend auf den Steilhängen und so weiter. Der Fendt ist nicht schlecht, gar keine Frage, aber. Halt bei den Neigungen habe ich so meine kleinen, ja, sagen wir mal, Problemchen mit dem Fendt. Ja. Der geht ja dann doch ziemlich in die Knie. Gerade auf der Spitze, am Vorgewende, wenn du dann drehst. Ja, alleine, komm mal mit, pass auf, ich zeig dir hier mal was. Und die Rigi und hier. Die anderen sind... Also alleine hier schon. Werbung ganz unten angelegt. Alleine hier das Stück hier hoch. Du siehst... Ne, das ist nicht gerade viel eigentlich, aber der fällt schon von der Leistung her ziemlich ab, muss man einfach sagen. Ja, ja, aber es ist das Problem, was du halt Leistung. Hast. Halt, lass es mal nass sein. Genau, lass es mal nass sein. Und das Problem ist ja auch halt, es ist ja nun mal auch so, den Ladewagen und alles betreibst du über Zapfwelle. Das heißt, du hast eine durchschnittliche Motorbelastung von 30-44% Motorlast, was nur für dein Anbaugerät drauf ist. Ja. Drauf geht, ne? Also wenn du, weiß ich, wie viel PS hat der? 190? Dann, 185. Oder 185 PS. Guck mal, dann hast du 185 wären 5, dann hast du knapp 68, 70 PS, was schon mal weggeht, nur für den Ladewagen. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Hi, Lias. Was eine gute Möglichkeit wäre, oder was ich glaube, was eine gute Möglichkeit wäre, kannst du ausprobieren. War, das haben wir auch bei uns stehen, extra für Hänge, die selbstfahrende Arbeitsmaschine, den Lintrack. Unitruck, den gibt es mit diversen Aufbauten, unter anderem auch mit einem Ladewagen. Den haben wir sogar bei uns stehen. Wo finde ich den? Unter diverses. Ah,
Den haben wir sogar bei uns stehen. Einmal als Güllefass und einmal als Ladewagen. Was fasst denn, hat denn der Ladewagen an Fassungsvermögen dann da hinten? 12.000, glaube ich. Also es geht nicht jetzt, es geht nicht so viel rein, weil geht ja auch nicht bei dem. Ja, 12.000 gehen da rein. Kevin, also, mach langsam. Elfriede ist alt. Sind knapp 8.000 weniger als in deinem Ladewagen. Ja, okay. Aber der ist halt extra für Hänge. Also wenn du willst, dann nimm dir den mit. Wir haben den unten stehen bei uns. Dann probier aus. Dann mäh mal ein Stück an einem steilen Hang. Naja, ich habe ja hier noch was zum Einsammeln. Das wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja, dann probier den mal aus. Und Sepp, da können wir eigentlich... Also hast du das schon mal gesehen im Einsatz, das Ding? Ich noch nie. Nee, müssen wir mal... Maschine, der hat doch noch nichts gelaufen. Wir haben den gekriegt und den haben wir den bei uns ausgestellt und den steht ja da. Also ja. Ich würde sagen, wir fahren dann mit zurück und dann gucken wir uns das auch mal an. Ja, dann kommt, pass auf, dann macht das doch so. Dann mache ich jetzt hier unten die eine letzte Schwart noch. Plus das, was hier vorne noch so riecht. Hm. Weil das schafft er. Das ist ja kein Thema. Und ihr bringt eure Fahrzeuge weg und kommt dann mit dem Dingen mal hier rüber getuckert. Und dann lasse ich den Rest hier mal liegen. Und dann gucken wir uns den Spaß doch mal an. Also würde mich interessieren, wie er sich macht. Ja, genau. Sepp, klingt nach einem guten Plan, ne? Ja, sehe ich auch so. Genau, weil ich glaube, hinten dürften wir eher nicht das Problem kriegen. Vielleicht. Also da können wir hier rauf runterfahren und das sollte nicht das Problem sein. Also das, wenn wir hier längs ziehen, kein Thema. Könntest ja mal spaßeshalber mal hier die steilste Stelle, hier mal hochmähen. Ja. Dass wir hier mal hochfahren. Genau. Können wir mal machen. Das ist dann hier, ne? So. Ja, genau, hier neben dem Baum, hier so hoch. Dass wir das. Mit dem Lintrag. Und ich mähe das Ding hier einmal weg. Ja, genau. Genau. Kevin, dann fahr du doch bitte aufs Feld. Schmeiß das hier vorne noch ins Silo rein und dann ab aufs Feld und dann düngen. Ja, alles klar. Wir sehen uns dann erstmal unten auf der Wiese und dann gleich oben. Jo, bis gleich. Ne, kannst jetzt fahren. Mach deine Arbeit, die sind nicht beladen. Also ab geht's. Hau ab, passt schon. Würde ich sagen. Jo, so. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen und der Kevin, hoppa,
macht dann jetzt das Feld. Okay. Ja, wir haben uns hier unten ja das Feld 21 gekauft. Da fährt der Kevin jetzt gerade hin und sät dann da mal was an ein bisschen und gleich. Er düngt jetzt erstmal und ja. Kevin? Ja? Du hast jetzt Dünger hinten drauf? Ja. Okay, dann mach das mal fertig. Ich teste dann gleich mal mit den Jungs hier oben den Ladewagen da, diesen Lindtruck oder so, mit dem Aufbau. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kaufen wir den. Den kannst du ja dann hier auf den Wiesen, kannst du den ja locker fahren. Ja, klar. No? Okay, dann würde ich sagen, mach das fertig. Wenn du dann fertig bist, kommst du hoch und dann gucken wir, was wir dann noch machen müssen. Eventuell ziehe ich dir dann den, ja, den Dings runter, dann den Dünger. Den Flug. Ich weiß nicht, müssen wir flügen? Nee, ich bin gerade am Düngen, ansehen, Düngen, Spritzen, fertig. Ja, stimmt. Also flügen müssen wir nicht, das passt super. Gut, dann packe ich den jetzt erstmal weg. Nee, du weißt, es gab doch keine Polizei und ich weiß nicht, wie viel Dünger ich verbrauche, deswegen habe ich vorne in der Schaufel was mitgenommen, weil sonst geht vorne der Köder hoch. Ja, alles klar. Also beim nächsten Mal den dann lieber mit dem... Ja, das geht schon, nur halb voll mal. Da haben wir die ganzen Big Packs wieder auf dem Hof rumfliegen und weiß doch. Ja, ja, klar. So, dann schnappen wir uns mal der Pöttinger. Dann nix wie mal dahin. Uiuiui. Wäre ich jetzt gesprochen, wenn ich oben bin? Und ihr testet das, dann brauchst du dann da gerade den Fan? Ne, ich bin jetzt gerade am Mähen. Ja, wenn ihr das testet, dann brauchst du ja den Fan nicht, ne? Ne. Dann würde ich mir den mal schnappen, weil ich... Alter, was ist das? Ich komme noch nicht mal den Spitzhang hier hoch. Also, dann würde ich nämlich schon mal die Ecke da... Wie heißt das denn hier? Ja. Ach. Unten die Ecke schon mal kalken. Ja. Ist ja privat drin, da darf ich ja den großen fahren. Was meinst du unten die Ecke? Die du gerade abgemäht hast, braucht Kalk oder was das Teil vorhin gesagt hat, wo ich das mitgemessen hatte. Ja. Weil ist ja privat drin, da darf ich ja fahren. Ja, darfst du, das stimmt. Oh, ich sehe gerade hier Unterwald, Oberwald und Unterwald hat das Teil schon vor mir. Echt? Okay. Das heißt, der kommt jetzt auch gleich. Dann lehnt er mich ab. Hat da unten bestimmt irgendwas. Also, sorry, aber ganz ehrlich, der Fendt ist für den Meer mal der letzte Mist gerade. Ja, kann man kauft dort alle die Hand und Kante. Noch ein bisschen Geld auf Kante. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was ausgeben an Geld. Das ist wohl wahr, weil so geht's nicht. Ja, und der Gürtner bleibt einfach nur noch auf dem Hof und wenn wir irgendwelche Arbeiten machen müssen, wo wir was holen müssen. Ja. Das ist wohl wahr. So, jetzt fahre ich mal eben darüber. So, jetzt pass mal auf, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich unten aufsetzen.
Haben wir eigentlich. Warte mal, wir haben noch eine. So. Ja, mach das mal. Wollt ihr mit dem Fendt fahren? Du kannst auch mit dem Fendt, wenn du willst. So, dann haben wir da mal, dann schwart das mal, was da liegt. Uah! Moment, der Knopf hat nicht reagiert. Hallo, bin gleich da. Moment. Oh, Licht angelassen. Ne, ich nicht, mein Sohn. So. Also, oh, da steht der schicke Teil. Genau, da vorne steht er. Ja, dann wollen wir mal gucken gehen, komm. Der Kevin, der macht jetzt mal eben hier eine Schwart fertig. Oder zwei, wie auch immer. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, warte, dann fahr das Ding noch mal. Einmal mal gucken, wie sich der verhält. Probier mal aus. Fangen wir mal an. Hat der Beifahrer? Kann ich mich setzen? Oh, schade. Na dann. Ich stell mich mal hier auf den Zaun. Hat hier Elfriede mal ein bisschen Besuch. So, gucken wir uns den Spaß mal an hier. Ja, war ganz schön fix, was? Oh, 20 km/h fährt er. Ja gut, aber 20... Ich muss eben hier Allradlenkung anschalten. Allrad hat der auch noch. Ja, Allradlenkung auch, ne? Beides, ja. Oh, nicht übel, also... Alter Falter. Wer dann den 12.000 hat der, ne? Anfassungsvermögen. Ja. Wie viel kmh macht er? 20. 14. Nein, ich meine beim Laden. Ja, 20. 20. Wie viel hast du jetzt drin gehabt? 3.000. Ah ja, jetzt haben wir hier gut hochgeschossen, ne? Ja, kein Problem. Ah, da er hat... Leicht. Ja. Wasser haben dadurch, dass sie kleiner und leichter sind. Und vielleicht einen tieferen Schwerpunkt, ne, würde ich jetzt auch behaupten. Mhm. Also. Neueste Abgastechnik. Die sind schon echt gut. Boah, Alter. Sehr nice. Ja, bitte? Ich sehe gerade, ihr fahrt da unten mit dem Teil rum. Ist der wenigstens eh? Micha, ist der eh? Im Leben nicht. Doch, die Türen, Anlasser, das ganze. Da ist ganz viel eh dran, aber fährt eigentlich mit Sprit. Ja, komm, dann lass mich auch mal. Komm, ich will auch. Ja, ich will mal gucken hier, was das Baby kann. Also. Okay. Boah, nicht schlecht. Mhm. Den gibt es auch noch mit Zwillingsbereifung, also wirklich für steilen Steilhang. Kann man den auch noch mit Zwillingsreifen kriegen. Genau. Das haben wir an dem... dann auf der Kuppe, wenn du drehst, da bist du wirklich sicher, auch wenn das Ding voll ist. Genau, da brauchst du nicht von oben nach unten fahren, sondern man kann auch wirklich quer zum fahren. Das ist schon echt. Der hat aber auch echt, also der ist jetzt gerade auf Allrad gestellt, ne? Auf Allradlenkung. Allradlenkung, ja. Allrad ist nicht an. Ich fahre, der fährt ganz normal ohne Allrad. Der hat jetzt kein Allrad an. Ach. Das ist ausgeschaltet. Krass. Ja. Also es ist ja, also... Der fährt wirklich noch ohne Allrad. Okay. Der hat mal eben 9 Tonnen drin. Ja. Alter Falter, wie geil. Kevin testet den neuen Düngerstreuer.
Kevin hat getestet. Achso, hat getestet. Okay. Er will den, er testet jetzt den Kalkstreuer. Ah, okay. Ja, also, Sepp, willst du auch mal? Noch ein bisschen Platz haben wir noch, 10%. Zeigt ja, er mir an. Ja, komm. Dann komm. Ja, du musst gleich ausprobieren, wenn der voll ist, dann... Ja. Wir können ja mal schön da hinten, haben wir ein bisschen was weggemäht. Dann machen wir das mal. Ja, genau. Dann können wir den mal da zum Sammeln nutzen. Da ist jetzt auch nur Gras, das kann dann da rein. Ich glaube, wir werden aber den anderen behalten auch, wenn wir den kaufen, mit dem Aufsatz. Ja, würde ich auch machen. Ja, ich würde den anderen noch auf alle Fälle behalten. Weil dann kann Kevin das nämlich ja auch fahren, ne? Oh no. Ja. Ja, und vor allem kann Kevin auch dann mal ein bisschen fahren. So, jetzt ist er voll. Okay, dann komm, dann lass uns mal gucken gehen, wie er sich verhält, wenn er da hinten hochballert. Das wird ja jetzt interessant, also da freue ich mich ja jetzt. No, einfach mal hier so fünf hoch und gib ihm. Aber ich stelle mich mal da oben hin, ich will gucken. Nee, das glaube ich auch nicht. Alter, ohne Allrad. Ohne Allrad? Immer, dann fahr den doch nochmal dahin und dann mach mal Allrad an. Dann möchte ich mal wissen, was er dann macht. Ja, schneller würde er auch. Ja, aber. Ne, aber es muss ja was passieren. Also der Unterschied. Und pass auf. Da fliegt er da mal. Und auf geht's. Okay, dann hauen wir rein. Und los. Bremsen ab. Du fahr gleich mal noch ein Stück weiter hier rüber, aber hier ist ein bisschen steiler als da. Aber ja. Fahr mal erst. Guck mal, am Berg drehen. Überhaupt kein Problem. Krass. Wow. Ja, ziehen wir den mal rückwärts hier hoch. Alter. Wie geil. 11, 12, da hat uns doch 10, 50 schon Probleme mit so einem. Ja, also. Wenn ich überlege, wie wir mit unseren 10, 50 gekämpft haben, wo wir unser Gras für unsere Schafe gesammelt haben. Ja. Kevin. Wahnsinn. Komm gleich mal rüber, bitte. Ja, ich? Ja. Ja. Du musst das Ding hier mal ausprobieren. Heißt hier sonst so irgendeiner Kevin? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Kevin. Denk immer dran, niemand möchte ein Kevin sein. So. Alter, Faulter. Der zieht ja mal, aber der zieht mal echt an, ne? Also. Holla! Du meinst mit K und mit C. Das ja, macht keinen Unterschied bei den Kevins, glaube ich, wenn man sich da. Nee, das macht wirklich keinen Unterschied. Guck dir das an! Geil! Ja. Du wärst echt ein spezieller Kevin, wenn du mit C und W geschrieben worden wärst. Also ganz ehrlich, das Ding ist gekauft. Ein oder zwei? Unser günstiges Vorteilangebot gilt immer noch. Zwei kaufen, drei. Hä? Ich häng fest. Ich kann nicht aussteigen. Da stehst du auch schief. Am Hanglage nicht aussteigen, sondern fahren. Aber ist das genial, das Teil. Sepp. Probier doch mal aussteigen. Hast du auch einen Gurt los? Ja, hab ich. Er hat nicht Nein gesagt zu meinem super Kostenmann vor zum beim Vorschlag. Zu welchem Vorschlag? Fix. Doch, komm, sag, rück raus mit der Sprache. Du wolltest mir nur wieder was unterjubeln hier, komm. Ich hab dir gerade gesagt, unser super Angebot gilt immer noch. Zwei kaufen, drei zahlen. Nein. Weißt du was? Ich hab noch so eine leckere, lange Duplo-Praline drin.
Oh, die werde ich mir jetzt in weiß, die werde ich mir jetzt schön zu Gemüte führen, mein Freund. Ja. Und würde sagen, meine Lieben, wir sehen uns. Jawohl, beim nächsten Mal. Das wäre dann der Dienstag. Stimmt. Genau. Dienstag, 18.15 Uhr, noch eine Runde. Ja. Jawohl. Und von daher, bye bye. Bis dann, ciao. Tschüss. Dienstag, die Folge für die, dann haben wir sie alle voll. Eine müssen wir noch. Eine. Machen wir den Mittwoch noch. Drei haben wir, wir haben jetzt drei. Und ist das nicht Dienstag, dann war das jetzt Montag. Das war jetzt Montag, wir sehen uns am Dienstag. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ach so, ah, ja, vergess es. Ja. Ich hab Durst, lass uns beeilen. Ich bin schon dabei. Ja. Aber nicht hier. Lass schon deine Bank. Ja, aber nicht in der Aufzeichnung. In der Aufzeichnung nicht, nur jetzt. Ja, 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 ja. Ja. Dann, ich will auch mal. Du darfst doch kein Bier. Auch mal? Du darfst doch kein Bier. Nein. Du musst noch fahren. Abwarten, genau. Wie das Team startet. Ach so. Ja, okay, ja. Meinetwegen. Gleich auf. Noch ein Plan. Direkt weitermachen? Ja, direkt weitermachen und ja. Ich brauche trotzdem noch einen anderen Schlepper. Okay, ach so, genau. Wofür brauchst du denn noch einen anderen Trecker? Pass auf, ja, kann ich dir sagen. Ich komme mit dem Fendt hier nicht hoch, ne? Oder mit dem Mähwerk vorne dran, der bleibt hängen. Ja, heftig. Aber richtig heftig, ja. Okay. Ich brauche irgendwas anderes, ja, Maschine. Wenn wir Bömmern im Hang fahren. Ich würde ja den Rigi nehmen, den großen von was euch. Was ist denn dem roten, was die anderen der, sind, die größeren, oder den Rigi, so klein, den der große Rigi hat 150 PS, das ist zu wenig. Und die Metrax auch zu wenig. Muss man höchstens mal testen. Also? Nein, das funktioniert nicht. Wenn der Fiat hat ja 135 oder was ist. Was ist denn, wenn wir den kleinen Truck nehmen, den ihr unten stehen habt, und testen den mal mit Mähwerk und Ladewagen? Ob der die Mähwerke zieht und den Ladewagen? Nein. Ja, du kannst ja bei dem ja ein Mähwerk vorne dran machen, ne? Ja, weil hinten. Ja, was willst du denn mitziehen? Was willst du denn mit, was willst du noch hier hoch? Mähwerk. Nein, ich meine der andere kleine flache. Ja, du meinst den Mähtrag. Genau. Ja. Den Abby. Ja. Ja, wenn er den nimmt und machen da hinten einen Ladewagen dran, den wir haben, und Mähwerk, ob das vielleicht klappt. Nein, der hat 90 PS oder 135 oder was hat er? 109. Das wir müssen das mal testen. Nee. Komm. Geht nicht. Ist nicht. Ladewagen kannst du an die nicht dran machen. Aber ich meine, als Mähwerk, ein Seitenmähwerk oder ein Butterfly, ein kleines. Und das Front an dem Mähdraht. Hm. Ja, das kannst du schon. Dann aber das, dann, ist ja, er immer, dann ist er immer noch nicht mit seinem Dings geholfen. Ja. Lass mal auf, lass uns doch mal den großen holen von euch, den großen Rigi. Ich möchte wissen, ob wir mit dem überhaupt, mit dem Frontmähwerk, weil ich bleibe mit dem Frontmähwerk da oben hängen, ob wir mit dem hier überhaupt diesen Steilhang hochkommen. Ich bin ja gerade bei euch unten. Wo habt ihr den stehen, in der Halle? Ja, den müssen wir ja dann erstmal dann holen, Ben. Genau, ich will mal nur gucken, aber ich habe so, ich könnte mir vorstellen, weil der Fendt, der liegt ja schon was tiefer als dieser, als der Rigi, ne? Ja. Dass das eher funktionieren würde. Zumindest mit dem als Gespann. Kevin! Hä? Fahr die Kacke hier mal weg. Ja, den Schwader. Ja, mach ich gleich, lass erstmal anfangen. Ja. Nein, noch nicht. Ich muss zum Elbstell was gucken hier. Genau, guck mal was. Ich lade in der Zimmer. Ja, nee, lass den mal so. Nein, machen wir mit meiner Mutter aus. Ist schon ein geiles Teil, muss ich ja sagen. Also, gefällt mir. Also, da ist, mega nice hier, Falk.
Aber hier kriege ich doch. Was hat denn der Rigi-Truck? Wie viel PS? Moment. Oder nein, nicht was der, nein, nicht der Rigi-Truck, der Lindner hier, der Lindtruck. Lindtruck, ja, Moment. Unter die Versus hat er gesagt. Stimmt, hier ist er nicht drin. Unitruck. Unitruck. So teuer ist. Nee, ich will wissen, wie viel PS der hat. Dann vergleichen, ne, weil. Ja, aber weißt du, was mich gerade fragt? Ich habe ja das neue Pöttinger hier liegen. So. Das heißt, kriege ich das Pöttinger, müsste ich doch da dran kriegen, richtig? Vorne. So, Frontmehrwerk dran, das Ding dran und gib ihm. Aber für die Fläche hier, ganz ehrlich, oh, sagt. Da wieder dann, genau, wenn ich dann hier oben, wenn ich dann quasi hier über die Kuppel bin und dann mit dem großen, mit dem Butterfly. Beziehungsweise mit dem Seitenmähwerk, was ich ja jetzt schon habe. Ja, anwesend. Ja, hat er bei. Ja. Hat er. Bei mir tut sich irgendwas an der Tastenkombination. Ich muss da nochmal rumfallen. Ja, ich will meine auch nochmal umändern. Ja, ich muss meine umändern. Ich habe hier noch eine FN-Taste. Vielleicht kann ich da drüber steuern. Muss ich mal ausprobieren nachher. Ja. Gut, dann sollen wir anfangen? Nein, noch nicht. Ich brauche noch eben. Kann ich noch eine rauchen gehen? Ja, geh mal eine rauchen. In der Zeit kann ich noch eben weitergucken. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Und ich hole mir schon mal was zu siffeln. Jo. Ich fange schon mal an zu gucken. Also wir müssen einfach fertig werden. Dafür bin ich ja dauernd bin ich live. Jo. Boah, das eine Mal konnte ich den Güldner mit Tastatur nicht lenken, ja. Weil der Dings hinten so voll war. Der Düngerstreuer. Ja. Ich so, oh nein, ich bin live. Da hat er mich, wenn der Busch hat Kollision, den er da eingepflanzt hat, ne? Da bin ich genau zwischen Düngerstreuer und dem Güldner in den Buschring gefahren. Ich so, oh, jetzt komme ich nicht mehr da raus. Habe ich Frontlader abgeguckt, wieder, wie konnte ich weiterfahren? Bringt das eigentlich was ich gerade mache? Ja, doch. Was wollte Kolke jetzt? Der wollte mit dem Laden für den Ladewagen, sagt er, und zum Mähen, das geht nicht, ne? Ja, ich verstehe nicht, warum man den anderen Ding damit nimmt. Und tschüss. Ich bin froh, dass wir nicht live sind, Mathis. Wir am Aufnehmen. User in your channel timed out. Wie gesagt. Ich hab mir da meine Cola geholt. Mathis ist geflogen. Was? Mathis ist geflogen. Wohin? Italien, Spanien? Ja, raus. Okay, ich hab's geahnt. Ich auch. Komplett raus. Ja, ja, aus dem Spiel und aus dem TS. Okay. Van Fittich. Ach du Scheiße. 12 Jahre alt mit Van Fittich. Eine Sünde. Was denn?
12 Jahre alt und dann fertig. Okay. Ich hab noch 14 und 18 Jahre. Ne, 15 und 18 Jahre. Das deine ist okay. Flaschen mal als Geschenk gekriegt. Ja. Aber ich trinke ja sowas nur mit Cola. Was macht das hier? So, wenn Elias oder noch irgendwer zuschaut, ich fange schon mal mit an. Ich möchte euch nachher noch verstehen. Gibt irgendwas im TS geschickt? Ja, ich sehe es. Wenn das nicht funktioniert, dann werden wir ihm die kaufen. Werden den so machen, dass der auf alle Fälle den Berg hochkommen wird. Egal, ja, was, ich weiß, was du egal meinst. Was für ein Berg. Ja. Der hat die Medias, Medias drauf, ne? Ja. Breiten Reifen drauf, Fronthydraulik. Genau. Freisicht, Motorhaube und den machen wir so, dass der den Berg hochkommt. Ja. Und dann verkaufen wir den. Und Innenraum, scheiße. Gut, Beifahrerklemme rein, ne? Denke nicht. Ne. Wie das von hier aussieht, bestimmt nicht. Kabine nicht. Beifahrer ist immer so eine. Ja. So. Wieder da. Ich hätte noch einen, aber da ist der auch nicht besonders. Der hat auch so einen ganz komischen Beifahrersitz. So, da bin ich wieder. So, sollen wir wieder? Ja, okay. Dann warten wir kurz auf Mattes und dann machen wir mal wieder was. Ich gucke gerade. Mal an, ob er auf dem Weg ist. Wenn jetzt müssen wir anfangen. Wenn der es jetzt nicht schafft und irgendwas ist. Sag ihn mal eben. Ist er ja. Wollte ich gerade anschreien. Alle. Kommst du wieder drauf oder bist du mit dem Handy drin oder was ist? Das Mikro wurde ausgemacht. Wir haben ihn noch gehört. Ich komme wieder hoch. Ja, gut. Alles klar. Muss nur gerade einmal kurz ein bisschen Cat aufblitzen und den Router neu starten. Okay. In der Zeit hat der Computer neu gestartet. Merkt dir mal die Uhrzeit. Ihr habt einen Telekom-Router oder sowas. Das kann sein, dass er das jeden Tag automatisch sowieso zu der Uhrzeit macht. Das kann nicht sein, weil ich gestern Abend und vorgestern Abend auch rausgeflogen. Okay. Deswegen sage ich, die Zeit merken. Alles gut, dann ist es halt so. Was, Dave? Langsam? Warum langsam? Bin sofort wieder hier. Jo. Ach ja, ist doch schön, ne? Ja. Ja. Eindeutig. Ach, das war erstmal noch eine Runde Energy hier zum Wachbleiben. Du hast jetzt ein richtiges Headset, Marc. Was? Hast du jetzt ein richtiges Headset? Das habe ich schon über ein Jahr. Ja, nein, aber sonst hast du aber In-Ear. Meistens habe ich die auch, aber ich habe Musik gehört und dann die haben einen besseren Sound. Ach so. Als in ihr Hörer, ne? Bin wieder da. Jo. Jo. So. Haben wir schon angefangen? Nein. Wir haben auf dich gewartet. Wir warten darauf, dass du bald drauf bist. Nimm doch mal eben einen Schluck und dann. Nein, ich meine, du warst ja gerade drüben. Bestimmt. Das ist doch egal. So, Kevin ist doch gar nicht wieder da. Nein. Aber du bist auf dem Weg, oder? Ja. Gut. So, ja, Dave, alles gut. Was passiert? Was?
Was eigentlich mit Marv? Keine Ahnung, wie sie arbeiten heute oder was? Nee, nee, der spielt schon seit 16 Uhr hier World of Tanks. Hm. So, das ist das, was ich meine, aber gut. Okay. Dann World of Tanks spielen. So. Oder warten, bis Kevin wieder da ist. Ich hab ja schon bei der Dings nicht mehr da aufgelistet. So, ich hau mir jetzt mal ein paar Coca-Cola-Tic-Tacs rein. Was für ein Zeug? Coca-Cola-Tic-Tac. Ja, ist gar nicht so, gar nicht so mein Fall. Von was man alles sterben kann, ist Hammer. Ich trinke doch lieber mein Bier. Ja, oder mein Cola-Whisky. Ach, die sind gar nicht, ich finde die gar nicht so schlecht. Oh, halt gut davor. Lucy hatte die auch gehabt, ich mag die nicht. Ja, ich mein, sonst verstehe ich die nachher nicht. Mein Fall, ja, genau das Problem haben wir dann nämlich. Wieso, was macht ihr denn? Gleich noch saufen. Wir haben gleich noch Party. Wo? Online-Party. Online. Treffen darf sich ja nicht. Also besaufen wir uns alle vorm Computer. Alle mit der Cam an, ja, dass man gesehen wird, dass keiner schummelt. Oh. Das ist geil. Bin ich dabei? Ich glaube nicht. Okay. Ich will aber auch. Ja, das sind so zwei Dickköpfe irgendwie, ne? Oder drei oder so ähnlich, keine Ahnung. Einer, ich glaube nicht, dass Uli noch da ist. So, gut, bin da. So, weiter geht's. Okay, dann. Wer ist dran? Ich bin dran. Du bist dann dran, genau. Nee, Donald, alles gut. Was denn jetzt? Ja oder ja? Ja, ich muss gucken, ob das mein Fan der Bach liegt. Macht weiter. Okay, dann. Okay. Drei, zwei, eins, go. Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei unserer kleinen Alpenfarm oder von unserer kleinen Alpenfarm. Ja, wir sind hier bei den Sonnenbichlers und haben den Lindner Unitrack getestet. Da der Alois Problem. Ja. So sieht's aus. Wo bist du? Was? Hier. Da. Also, ganz ehrlich, also so würde ich ihn nehmen. Lass uns doch mal Folgendes versuchen noch. Den leer zu machen. Und dann ziehst du hier mal, wir haben bestimmt da irgendwo noch so einen Steinhang. Lass mal gucken eben hier. Ja, wir haben ja hier haben wir ja noch Schwarz liegen, ne? Ja, da haben wir noch Schwarz, dass wir die mal einsammeln. Und hier, oh, guck mal hier. Hier hinten am Haus, am Hühnerstall, habe ich noch was. Komm, hier, genau auf der anderen Seite, hier zwischen Haus und Hühnerstall, guck mal. Da ist doch meine Idee hier. Ja, das ist nicht schlecht. Da könnten wir doch mal, dann machen wir da das Pöttinger mal vor. Ah, dann, ja, okay, jetzt weiß ich, was du vorhast. Und dann mal einmal da hoch, fupp, mal gucken, was passiert. Ob der dann dagegen stößt, gegen, bei der Steigung, weil... Ja. Würde ja gerne von hier anfangen. Oh, und hier dann, eine harte Kante, aber das, ich schätze, der packt das. Sollten wir mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Soll ich mit dem Schwadrenner herkommen? Nee, brauchst du nicht. Wir hängen nur den, das Mähwerk an, das Frontmähwerk. Alles klar. Ja, Alois, dann probier mal. Ja, komm. Ja, machst du mal den, fährst du einmal den Fendt weg dann? Ah, okay, alles klar, super. Boah, das ist aber auch eine Lenkung, ey, genial. Für die, die ein Lenkrad haben. So.
ich auch. Ja, welchen nehmen wir? Den linken hier Terrasse hoch oder den rechten Terrasse hoch? Ja, gehen wir mal hier hoch. Nee, guck, ich bleib hängen. Allrad ist an. Ja. Moment, so. Ne, ist nicht. Ich bin auf Vollgas, da geht gar nichts. Den? Ja. Okay, dann wird der bei dem anderen wahrscheinlich auch nicht laufen. Voll. Okay, das heißt, das müssen wir per Hand machen. Ich komme ja gar nicht hoch. Ja. Ich komme ja mit dem Mähwerk gar nicht hoch. Das ist das ja. Ne, kommst du nicht. Nicht? Ne. Mal einsammeln kurz oder vorne kurz hoch. Hast du? Der ist oben. Allrad drinne. Gelbe leuchtet auch. Ja, ja, alles an. Irre am Allrad an. Ja, ja. Jetzt, der hat hinten gehangen. Von der Schräge schafft er's. Ja, das muss halt die kleine Ecke hier mit dem. Ja. Ja, da müssen wir hier den Handmäher haben. Mit dem Handmäher. Ja, ja. Mal gucken, wie drunter aussieht. Einsammeln tut es, aber. Ja, gut, hier. Könntest du. Von oben runter, flache Ecke hinten wieder hoch, weißt du? Wenn du rechts vom Haus hoch, links vom Haus runter. Die Möglichkeit ja. Hast. Du kannst einen Großteil mit abfangen. Ist einfach. Der Knick ist einfach zu groß. Aber wenn er hoch ist, dann ist auch kein Problem. Dann geht's alles, ne? Mhm. Das ist wirklich nur der Knick. Ja. Wo dann hinten der Pickup und vorne das Mähwerk. Genau, dann hebelt er dich aus. Genau. Ja, gut, dann müssen wir gucken, wie wir das hier anstellen. Dann müssen wir dann wahrscheinlich seitlich wegfahren hier. So. Nö, du kannst da hinten hochfahren und hier vorne. Ja, aber wenn ich hier, guck mal, ich habe hier schon Schwarz wieder liegen. Und das ist, die muss weg. Logisch, das kriegst du schon weg. Wenn du hier seitlich lang fährst, dann fahr doch mal seitlich am Hang hier lang. Ich probier das mal aus. Right. Ausgehebelt, ne? Ja. Ich hab mir Tastenbelegung programmiert. Hinten vorne hoch. Ja, ich glaube alles hoch. Ne, der hängt. Du hast dich festgefahren, ne? Nochmal. Ja. Das heißt, eigentlich müssten wir das Knüsselmähwerk mal versuchen, ne? Mit dem Knüsel.
Dann werden wir das. Okay, jetzt verstehe ich. Oder Sepp kann ja mit dir mitfahren. Ja. Und dann holst du das kleine Mähwerk. Sepp wird schon wissen, wer hier ist. Genau. Dann stell einfach rein, lass stehen da. Lass stehen. Bin drauf. Und dann nehmen wir das kleine Mähwerk oder machen wir das kleine Mähwerk hier dran. Das genau, müssen wir mal testen. Dieses, wie heißt das? Dieses Sepp-Hüli-Dingsbums. Ja, das Knüli. Genau, das Sepp-Knüsel. Ja, okay. So. Sag mal, Micha. Ja? Was kostet denn, oder weißt du, wo ich Hühner herkriege? Von der Hühnerzucht. Also, was die kosten? Wie, der Fan läuft noch. Oh, das gibt's doch nicht. Der kostet mich Geld, der Kerl, ne? Na, Kinder halt. Ja, große Kinder, große Sorgen, kleine Kinder, kleine Sorgen, oder wie war das? Kosten die Hühner, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, das richtet sich immer nach Tagespreis. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, durch die amerikanische Schweinepest im Moment könnten die Hühnchen ein bisschen teurer sein als normal. Na. Okay, und die kann man wahrscheinlich auch nicht selber abholen, die Viecher, ne? Sie müsste ich mir wahrscheinlich dann auch noch liefern lassen. Oh. Ja. Abholen. Okay, warte mal, ich guck mal online. Also Hühner 50 rein. Und Hähne auch. Theoretisch wäre es schon möglich abholen. Ja. Allerdings haben wir keinen Anhänger dafür. Also wir haben keinen Geflügeltransport. Ja, nee, dann lasse ich. Dann lasse ich es mir liefern. Ist es, möglich ist es schon, aber wir haben keinen. Ja, dann lasse ich mir einen. Lasse ich mir die liefern. Macht ja nichts. Ja, gut. Dann warten wir jetzt mal auf die beiden. So, ja. Bei dem Unitruck. Was es da so gibt, also du kriegst halt Fronthydraulik, brauchst du auf alle Fälle, denke ich. Wo fährst du das? Unter den Anhängern und, hier? Unter, ne? Unter sonstiges, diverses bei Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen? Ja. Da ist der Unitruck, genau. Und dann unter den genau. Hängern. Da müssten ja dann die Aufbauten auch bei sein, ne? Genau. Aber den Unitruck erstmal an sich. Also eine GPS gibt's, mit GPS, ohne GPS. Es gibt Miech, Mieters, Reifenhersteller und Trelleborg. Also die Trelleborg würde ich aber nicht empfehlen, weil die sehr schmal sind. Mhm. Bei den Mieters gibt's unterschiedliche. Es gibt immer die Standardreifen mit dem normalen Profil, dann gibt's Breitreifen, dann extra ja, so ein rasenschonendes Profil und dann gibt's den mit Zwillingsreifen das Ganze. Ja. Ja, ein Zwillingsreifen ist halt wirklich für einen ja, richtigen Teilhang. Also wenn du wirklich nochmal andere Flächen kaufst, aber die können wir immer noch nachrüsten, das ist nicht das Problem. Die Reifen oder die Zwillingsreifen sind nur mit Spangen eingehangen in der Felge. Okay. Das ist also nicht das Problem. Das kann man auch nochmal nachrüsten. Aber ich doch mal im für deine Felder, die du jetzt aktuell hast, also würde ich sagen, reicht das? Brauchst du keine Zwillingsreifen, da reichen die normal. Ja, würde ich auch sagen. Die kann man ja immer wieder nachrüsten. So, ich habe das mal mitgebracht, trotz allem. Jo, ja, wie gesagt, das kannst du nachrüsten. Den hatte ich doch beim Hochfahren, ne, als ich angekommen bin. Ja. Gegeben. Okay, dann lass uns das mal ausprobieren.
Ja. Nein. Du sollst deine Arbeit machen. Ich hänge nicht hier rum, ich teste. So, Herr Michi, geh mal an der Seite. Erstmal gucken wir, ob wir hier hochkommen mit dem Teil. Mit dem geht's, guck dir das an. Aber ja gut, er ist jetzt oben, ne? So, warte, ich mache jetzt auch mal hinten direkt an und runter. Und dann schauen wir mal. So, jetzt hat er mir aber das vorne weggenommen. Ja. Das geht echt gut. Also das ist doch schon mal... Dann kann man nämlich die Kante hier einmal wegfahren. Ne? Einmal rum hier und dann... Guck mal da. Guck mal, was da drüben. Sehr schön. Kevin, was hast du zu dem Gürtner gesagt? Also ich muss sagen, gefällt mir. So, und jetzt fahren wir mal wieder runter. Ein Gürtner. Also, das gefällt mir mit dem Mehrwerk vorne dran für den. Doch, also... Nee, überhaupt nicht. Gut. Ich würde ja sagen, der Kevin, der fährt noch mal eine Runde damit und probiert den mal aus. Weil ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und dann kann er es mal ausprobieren, weil ganz ehrlich, diesen Steilhang, den kann man damit echt gut mähen. Also... Kevin, komm mal runter da. Lass mal, hör mal auf damit jetzt, dann machen wir nachher weiter. Du darfst jetzt was probieren. Ja, so, hier. Ja. Nee, er soll den ja dann nur hier auf den Feldern, auf den Wiesen fahren. Also da kannst du den dann voll so lassen, wie er ist. Weil wenn ich ja mal was hab, dann kann ich ja mit dem auffahren. Und da habt ja gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Aufbauten zu, ne? So, und... Und den finden wir auch unter den Hängern, ne?
Plattform, das ist. Okay. Ah. Ja. Okay. Und diesen Hänger. Und die Plattform, das ist dann quasi der Hänger, ne? Quasi. Die Ladefläche. Ja. Was gibt's denn sonst noch? Da gibt's einen Düngerstreuer. Du meinst, aber nicht unter Düngertechnik. Unter Mischstreuer. Mischstreuer ist das dann. Ah, okay. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Oh. Hm. Güllefass, ja. Also, und dann gibt es doch bestimmt auch noch was in Richtung Forst oder so, ne? Nee. Okay, ja. Nee. Okay, Kevin? Was meinst du? Wie findest du das Teil? Ist schon klein und schnuckelig, ne? Und macht gute Arbeit eigentlich. Mit dem Mehrwerk vorne dran, hinten den Sammelwagen und dann hier für die Steilhänge und einmal quer so rüber schießen. Geht halt nur beim Umwenden durch. Was? Geht halt nur beim Umwenden, dreht er durch. Er muss so hoch doch, machen. Bei dem alles. Oh, der ist mit Schleppschlauch, ja. Also. Ja, aber ganz ehrlich, was sollen wir den holen, Kevin? Dann bestelle ich das Teil. Wasser. Achtung! Herr Unterwald, hinter Ihnen. Michel, der macht sich platt. Ja, ich glaube auch. Ich habe gerade im Tablet geguckt. Ach so, ja, für ganz unten, da die, wo wir jetzt schon abgemäht haben. Ja, aber dafür ist der ja gut. Genau dafür ist der ja gut. Und dann kannst du direkt einsammeln, fertig. Das heißt, dann nehmen wir das plus eine Silowalze und fertig. $39 Tonnen? Ja, ihr habt es gehört. Also, einmal, Sepp, einmal den Wagen, so wie er da steht, mit dem Mähwerk, mit dem Ladewagen, plus 39 Tonnen Kalk und eine Silowalze. Brauchen wir noch. Hä? Hau mal rein. Ich geh gleich in deine Fresse. 1,3 Millionen. Nein. Ja, ist klar. So, was kostet der Spaß denn jetzt? Sag an. Ja, also, den Kalk, 39 Tonnen. Was kostet der Kalk das pro 1000 Liter? Moment, ich muss eben würfeln. Nein, du rechnest. Ich habe meine Würfel nicht dabei, mach du mal. Wir haben vorhin 15.000 gezahlt für 39.000 Liter Dünger, Kalk und Saatgut. Also jetzt kommen wir nicht damit, das Ding kostet irgendwie hier 80.000 oder so. Ich lasse ja schon wieder Geld bei euch. Also mach mal hier Rabatt. Standard oder Premium Kalk? Standard. Ist billiger. Ist nur Wiese.
2,25. 39. Bitte. Ja. 2,25 mal 39.000 Liter durch 87.750. Also 9.000. Ja, komm. Dann, pass auf. Sepp. Ja, da sind wir ja nicht so. Hier. Pass auf, dann. Hast du die Kohle schon mal? Dann bestell mir das bitte und liefer mir das einmal hier hoch. Da sind ja dann die Lieferkosten drin. Dann haben wir das richtig lose Ware bitte einmal komplett ins Silo. Ja? Jawohl, so meine Freunde. Das war's aber auch wieder für heute. Das war die am Dienstag im Livestream. Von daher sage ich Tschüssikowski, haut da rein, bleibt da frisch. Ja, ansonsten, ich bleibe jetzt noch live, aber ich werde wohl, ich glaube, jetzt gleich eine Runde Autorennen spielen oder ich gehe noch eine Runde und spiele eine Runde Snowrunner. Ich glaube, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Tschüss! So, ja, also ich denke, ich werde jetzt noch eine Runde Snowrunner oder so zocken. Gut, lassen wir das Zeug hier stehen, so wie es war. Ja. Ja, genau. Das Ganze hat jetzt keiner gesehen, ne? Na, was hat wieder keiner gesehen? Was hast du wieder was gemacht? Was hast du angestellt? Oh, er geht schon freiwillig ins Haus. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und dann auch noch aufgebockt. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Hat dann aufgebockt. Fahr das Ding mal hoch. Ja. Nein. Der muss, den musst du nicht voll abhängen. Du musst nur wegmachen. Dann geht das schon. Nee, du hängst links. Du hängst links. Ja. Wir sind raus. Ciao, ciao. Gute genau. Nacht dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, und ihr geht jetzt noch saufen, ja?